Hallo Leute, herzlich willkommen bei den RC Bros. Habe ich die Ehre. Ja, wieder in der Werkstatt bei uns. Der Chris hat wieder was Feines mitgebracht. Erzähl mal. Ja, ich war der Außenseiter. Ich habe bisher noch kein TX4 gehabt oder besessen. Alle haben hier, alle oder einige, nicht nur einen daheim stehen, ja. Und ich war halt der Einzige, der keinen gehabt hat. Und jetzt habe ich natürlich hier gesehen im Internet, dass der TX4 als High Trail gibt und als Pickup. Und ich fand das so geil, weil nämlich das Modell halt das Fahrzeug aus einer Serie ist, die ich als Kind und auch immer noch gern schaue. Ja, ein Colt für alle Fälle. Ja, 80er Jahre lassen grüßen. Ja, und ich habe das Auto gesehen und habe mir gedacht, boah, geil. Der ist ein bisschen höher und hat natürlich zwar nicht viele, aber ein paar Kleinigkeiten, die sie neu dazu gemacht haben. Ja. Und was das ist, zeigen wir euch nach dem Intro. Jo. Alle willkommen zurück nach dem Intro. Genau, wie der das schon angesprochen hat, wir haben hier einen TX4 High Trail. Die sind erst kürzlich rausgekommen. Was ist ein High Trail überhaupt? Das ist nichts anderes als ein höher gelegter TX4. Tragzeug gibt an, der ist für 1 Inch größer gelegt, höher gelegt worden. 1 Inch, haben wir gesagt, sind so ungefähr 4,10 cm. Ja. Genau, 4,10 cm. Wir schauen mal an, was die Unterschiede sind. Wir packen das Fahrzeug aus und holen euch dann neu näher. Genau. Und auspacken darf der Fabi. Ich darf auspacken. Ja, natürlich. Was denkst immer du denn? Dafür gibt es ein schönes Unboxing-Messer. Richtig. So. Wow, ist noch schön verklebt. Wie viele TX4-Schachteln ich im Laufe der Jahre schon aufgemacht habe. So. Ich halt fest. Einmal die Funke. Das ist die gute altbekannte Draxal-Funke mit dem Umschalter für die Differenziale. Fragen wir nicht. Altbekannt, brauchen wir nicht viel dazu erklären. Genau. Legen wir mal. Ja? Oh, okay. So, er kann wegziehen. Da ist das gute Stück. Schachtel, haben wir noch was drin? Styropor brauchen wir nicht. Ja, da ist das gute Stück. Es schaut auf jeden Fall schon mächtig aus. Es macht einen richtig geilen Eindruck. Die Reifen, so riesig schauen die aus, gell? Ja. Aber weil wir auf Reifen angesprochen haben, da hole ich mal eben, nur mal schauen, ist das, nö, das ist kein Land Rover. Unterschied, das ist der Reifen von einem Land Rover. Der ist ein 1.9er. Genau. Und das sind 2.2er Reifen. Da haben wir schon einen ordentlichen Unterschied. Ja. Und natürlich in der Verpackung ist die übliche Anleitung und Werkzeug, was man von diesen Draxal-Fahrzeugen kennt. Die werden überall mitgeliefert. Jo. Dann würde ich sagen, packen wir mal die Karre aus. Mhm, ja. Danke sage ich übrigens an den Adrian Metz, der uns wirklich ultraschnell das Modell hier zukommen hat lassen. Wie gesagt, den Link von dem Fahrzeug, falls euch das Fahrzeug interessiert, habe ich euch runter in die Videobeschreibung. Der Modellbau Metz hat den. Es ist ein Wahnsinn, wie diese Fahrzeuge von Traktor mittlerweile verpackt werden. Damit auch ja, der Lack nicht verkratzt wird. Also schon schlimmer wie beim echten Fahrzeug fast, gell? Ja, wenn du ein echtes Fahrzeug zu auspacken möchtest, glaube ich, dann würde ich die voll durchdrehen. Boah. Unglaublich. Alles, damit er keinen Kratzer kriegt. Also der ist schon fast zu schwer zum Fahren. Und so wie ich und selbst diese Chromstoßstange, das ist einfach, das glänzt und ach, das ist einfach so schade zum Fahren. Bling, bling, gell? Bling, bling, ja.
Du hast dich erfasst. Ja, ich muss mal. Also vom Gewicht her erstaunlich leicht, muss ich sagen. Das kenne ich von meinen Koala anders. Da geht der Land drauf, aber schon immer ein Schwergewicht. Boah, ja. Der Tactical hat ja auch eine sehr dicke Karo gehabt, die war auch sehr schwer. Und der ist halt schon ziemlich leicht. Genau. Jo. Verchromte Außenspiegel, verchromte Türgriffe. Vor allen Dingen Türgriffe halt, ne? Ja, und vor allem oben die Scheibenwischer. Ja. Das ist keine Aufkleber, das ist einfach der echte Scheibenwischer da drin. Boah, geil. Also da haben sie auf jeden Fall was geändert, ne? Da haben die auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht. Auch die Lichter. Ja. Die Chromumrandung, das ist kein Aufkleber. Mhm. Das ist... Alter, die stehen da richtig raus. Oh, das ist ja gut. Das ist eine echte Verglasung, meine ich, ne? Und wie bei einem amerikanischen Fahrzeug üblich, hinten die Anhängerkupplung, wo man ein Vierkantrohr reinsteckt und dann hast du da ein Kupplungsmaul oder was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Karre runter. Genau, richtig. Und da kommen wir zur zweiten Neuerung, also von diesem Fahrzeug. Das hat es meines Erachtens noch bei keinem GL4 gegeben. Ich habe den Land Rover, ich habe den Tactical und ich habe den 6x6. Die haben alle Karosplinte. Das ist der erste TX4, den ich euch gesehen habe, der keine Karosplinte hat. Wer unser Video vom XRT kennt, wird auch feststellen, das ist genau das gleiche System, was ihr Traxxas umsetzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Fan von diesem System. Auf jeden Fall. Und wer das Video noch nicht kennt, das Video ist unten in der Videobeschreibung. Genau. Ja, hier sieht man schon den neuen Käfigaufbau innen. Mhm. Da sind diese Halterungen für die Karo. Und natürlich überall auch verstärkt innen. Das ist Traxxas üblich. Es gibt Ersatzteile für diese, für die Karo. Da gibt es zum Beispiel Ersatzteile für Türgriffe und für die Außenspiegel. Und die Besonderheit hier, diese Teile, die sind hier mit Karo-Klammern befestigt. Und die Türgriffe zum Beispiel innen an diesen Rahmen sind die verschraubt. Verschraubt, ja. Genau. Also alles an diesem Karo ist auswechselbar. Ja, gleich mal schauen. Alter, die Verschränkung. Ich halte hinten runter. Mhm. Also da könnte ich auf jeden Fall, mal schauen, wo ich den Reifen habe. Eigentlich nur der Reifen. Vielleicht stellen wir es ein bisschen schräg, dass er in die Kamera reinschaut, oder? Ja, genau so. Also, boah, das ist schon... Die Verschränkung ist da schon mal abartig. Ja. Muss ich mal schon sagen, die ist schon sehr groß. Ja. Also da wirst du auf jeden Fall bei manchen in den Bergen oder in den Geländen hast du schon deine Vorteile haben. Hast du noch einen zweiten Reifen da? Einen zweiten? Ja. Na, das ist schon die maximale Verschränkung, was wir haben. Weil der ist schon komplett eingefiedert, gerückt, dann kam noch mein Finger unten da. Ja. Ja. Aber. Genau. Genau. Also Elektronik. Wir haben hier einen XL5 HV-Regler. Der ist bekannt bei der TX4. Wir haben einen 21-Turn 550 Motor. Das ist der Porsche-Motor übrigens. Und drei Mini-Servos für die Differentiale und Zweigangschaltung. Und vorne für die Lenkung haben wir diese Metallgear-Servo von Traxxas. Rein von der Elektronik hat sich ja nichts verändert. Man sieht auch hier zum Beispiel diese Radhäuser, die sind ja beim TX4 Bronco, sind die schon bekannt. Und da haben wir auch quasi diese Luken, da kann man diese Schrauben rausmachen. Dann kannst du hier diese Ox-Light reinmachen. Stimmt, ja genau. Ja. Genau, das kann man auf jeden Fall noch nachrüsten bei dem. Einzig, was jetzt hier die Neuerung ist, man sieht hier halt diese Löcher in diesen Fender und da wird diese Karo eingeklipst. Genau. Und wenn wir unten schauen, auffällig ist erstmal, sind die längeren Kardanwellen, die längeren links und diese sehr, sehr langen Federn, die sind um die 20 mm länger im Gegensatz zu diesen Standardfedern. Ja. Akkufach haben wir. Einmal runterdrücken. Ah. Genau, einmal runterdrücken. Das ist vom TX4 bekannt. Genau. Das Schöne bei diesen Akkufächern, du kannst hier einen normalen 5000er Lipo reinmachen, ein 3S. Mhm. Oder wenn du diese kleinen dicken hast, die passen hier auch noch rein. Ah, genau.
Richtig, das sieht echt gut aus. Die Elektronik ist auf jeden Fall spritwassergeschützt. Das heißt, der Fänger ist hier eingekapselt. Die ganzen Servos sind spritwassergeschützt. Ja, ich bin wirklich auf die ersten Fahrten mit dem gespannt. Ich auch. Ja. Und wie gesagt, ich bin schon gespannt, wie er sich im harten Gelände macht. Was ich jetzt auch noch sehe, über der Radmutter hat er jetzt eine Abdeckklappe drüber. Genau, aber in zwei verschiedenen Farben ist mir aufgefallen. Ja. Siehst du das? Ja. Weißt du warum? Warum? Weil beim Original, der hat hinten immer die Hinterachse gesperrt. Und vorne kannst du den drehen und dann sperrt er die Vorderachse beim Original. Ah. Die alten Fahrzeuge, wenn die sperrbare Achse haben, dann hast du aussteigen müssen und hast vorne an der Nabe vom Rad drehen müssen, ne? Dass der die Differentiale gesperrt hat oder die Antriebwelle. Mhm. Genau. Deswegen auch diese zwei unterschiedlichen Farben. Wieder ein Beweis für die, sagen wir mal, für den Scale von diesem Fahrzeug. Richtig, ja. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch hier noch hier Erbsenzellen und so und sagen, ja, es wäre schön, wenn die Ladefläche vielleicht ein bisschen tiefer wäre, ne? Dann könnte man es eventuell als Akkufach nutzen, als für Reserveakkus oder so, ne? Ja, also wenn ich mal rein. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum die das nicht tiefer gemacht haben, weil unten die ganze Karosserie dran ist. Mhm. Also der Akku und die ganzen Aufbauten. Ja, ich ginge immer mehr. Es geht aber immer irgendwo mehr. Muss halt mal Abstriche gemacht werden. Und das mit der Ladefläche, das ist auch hier beim 6x6 der Fall. Der hat auch keine gesenkte Ladefläche. Genau. Aber der hat es tiefer wie der 6x6. Ja, auf jeden Fall tiefer. Die Ladefläche. Und die ist detaillierter. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, was natürlich, Leute, der ist ja noch nicht fertig. Ja, da kommt Soundmodul, muss auf jeden Fall rein. Also der muss scheppern. Da. Ich möchte auch noch eine Deko-Auspuffanlage hinmachen, eine Doppelrohr-Auspuffanlage. Wahrscheinlich noch mit Flammenwerfer. Bum, bum. Er bringt mich immer auf die Ideen. Ja, er bringt mich immer auf solche Ideen. Ich höre schon kommen, wenn wir krollen. Ja. Leute, und dass wir weiterhin Content machen können, müsst ihr unsere Videos anschauen und den Kanal abonnieren. Ja? Und Däumchen nach oben. Ja? Ja. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge macht, was man hier verbessern kann, falls ihr auch einen zu Hause habt und sagt, Leute, das ist ein Teil, das müsst ihr auswechseln, weil das so und so, weil das einfach Sinn macht. Und auch wenn es keinen Sinn macht, schreibt es runter in die Kommentare. Wir freuen uns, ja. Und schauen, dass wir dann so viel wie möglich natürlich umsetzen davon, ne? Genau. Und auch wenn ihr zum Beispiel Ideen habt oder Dateien aus dem 3D-Drucker, schickt die an Chris. Wir haben beide 3D-Drucker. Richtig. Wir können die auch gerne ranbauen. Ja. So, Leute, das war's für heute. Genau. Danke, dass ihr dabei warst. Ich hoffe, euch hat euer Unboxing von diesem TX4 High Trail, was übrigens ein Chevy K10 ist. Genau. Genau. Gefallen. Ja. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Richtig. Dranbleiben, bleiben, abonnieren. Aktiviert die Glocke. Folgt uns auch auf TikTok. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja. Und wir sind gespannt auf euren Content. Ciao. Ciao.